Ja, ich glaube, das war eigentlich, wenn man beide Halbzeiten sieht, ein ganz verrücktes Spiel erlebt hat. Wir sind ganz, ganz schlecht in die Partie gekommen. Ich glaube, in den ersten 30, 35 Minuten, wenn es da 2-0 oder 3-0 gegen uns steht, hätten wir uns nicht beschweren dürfen. Dann haben wir es ein bisschen besser in den Griff bekommen. Wir wussten, dass der KSC unheimlich körperliche Präsenz hat, dass wir bei Standards alles in die Waagschale werfen, dass da sehr viel geballte Ladung auf uns zukommt. Das haben wir sehr, sehr schlafmützig verteidigt. Wir waren überhaupt nicht wach. Wir haben die Pässe sehr, sehr unsauber gespielt, haben Karlsruhe immer wieder die Bälle relativ früh geschenkt, sodass wir überhaupt keine Ruhe ins Spiel gefunden haben. Wir haben dann versucht, in der Halbzeit ein paar Dinge zu korrigieren, dass wir gesagt haben, wir müssen mehr Ballbesitz bekommen. Das hat uns auch letzte Woche so ein bisschen ausgezeichnet. Das ist natürlich in so einer Phase, wenn du viel Ballbesitz hast, für den Gegner schwer ist, wenn du gegen den Ball laufen musst. Und das haben wir in der zweiten Halbzeit, glaube ich, sehr, sehr gut umgesetzt. Das war dann die ersten Viertelstunde, 20 Minuten ähnlich wie für KSC die erste Halbzeit. Da haben wir 2, 3 Einschussmöglichkeiten gehabt, hätten wir selber in Führung gehen können. Jetzt ist es natürlich schwer zu sagen, ist es jetzt ein Punkt gewinnen, ist es, oder haben wir 2 Punkte verschenkt. Im Großen und Ganzen, glaube ich, wenn man beide Halbzeiten sieht, können wir mit dem Punkt ganz gut leben. Weil wenn du in der Halbzeit noch am Leben gelassen wirst und dann so eine zweite Halbzeit spielst, klar ist es dann irgendwo ein bisschen ärgerlich, aber letztendlich, glaube ich, muss man einfach mit dem Punkt zufrieden sein. Danke. Ich drehe die ganze Sache vielleicht mal um. Wir haben in der ersten halben Stunde, glaube ich, ein Spiel gemacht, das der Idealvorstellung von mir in der Situation sehr, sehr nahe kam. Wir waren griffig, wir waren gierig, wir haben leidenschaftlich die Bälle zu einem frühen Zeitpunkt erobert, den Gegner auch zu Fehlern gezwungen durch unsere Aggressivität, durch unsere Einstellung. Und das Einzige, was uns einfach abgegangen ist, ist ähnlich wie letzte Woche schon in unseren Möglichkeiten, war die finale Aktion, nochmal ruhig zu bleiben, einen ins Leere laufen zu lassen und dann den Torwart zu fragen, wohin. Dann hat der Torwart mal gut gehoben. Also war von allem etwas drin. Leider hat uns dieses Quäntchen dann gefehlt. Ich sitze dann immer draußen und überlege, wir haben dann 4 Wochen Corona-Torschuss gemacht. Vielleicht war es zu viel manchmal. Aber im Fußball kannst du die Dinge nicht begründen. Und es hätte der Psyche und auch dieser körperlichen Psyche, die es ja in meiner Welt auch so ein Stück weit gibt, enorm gut getan. Dann wären ein paar Körner auch mehr da gewesen und längerfristig diesen Druck aufrechtzuerhalten. Wir hatten dann trotzdem auch das Quäntchen Glück kurz vor der Pause, glaube ich, 5, 6 Minuten vorher durch den Lattenknaller, der Unterkante, so rum. Und gehen dann, glaube ich, mit einem 0-0 in die Pause. Und dann waren die Verhältnisse wie gedreht. Der Gegner bekommt relativ schnell eine sehr, sehr große Torchance, kommen 5, 6 Eckbälle am Stück und dann kommt dem Gegner seine Selbstverständlichkeit bei Ballbesitz zum Tragen, sehr, sehr gut den Ball laufen lassen und das, was mein Kollege angesprochen hat, dann wird es natürlich schwer, dann wird es warm, dann werden die Beine ein bisschen schwerer. Du weißt, Mensch, wir hätten schon 1-2-0 führen müssen. Und was die Mannschaft in der Phase aber gemacht hat, sie hat leidenschaftlich sich in jeden Ball geworfen. Wir hatten einen fantastischen Torwart heute im Tor, der uns in einigen Phasen dann auch am Leben gelassen hat. Und ich glaube, wenn man beide Halbzeiten zusammennimmt, in dieser Klarheit an Unterschiede, geht der Punktgewinn oder das 0-0 in Ordnung. Ich werde es in unserer Situation als Punktgewinn und als Schritt nach vorne. Wir haben wieder 0 gespielt. Das ist enorm wichtig in dieser Phase, wo wir stecken. Und jetzt, glaube ich, können wir mit dem Start nach der Corona-Pause sehr, sehr gut leben. Thomas, euch alles Gute für die letzten Wochen. Und ich schicke es jedem Kollege hinterher. Ich hätte nichts dagegen, wenn wir uns nächstes Jahr an gleicher Stelle in der gleichen Liga wiedersehen würden. Dankeschön. Ja, wir haben, Jordi hat ja die Woche schon Probleme gehabt, ein bisschen mit dem Oberschenkel, wo er im Training kürzer treten musste. Und das ist ähnlich, das ist ein Spielertyp so ähnlich wie Danny Blum, wenn du nicht 100% ja, trainiert hast, da fällt einem das schon ein bisschen schwer und gewisse Dinge haben mir nicht ganz so gut gefallen heute, aber ich, wie gesagt, das ist ein ganz, ganz junger Spieler, der ein ganz tolles Spiel gegen Heidenheim gemacht hat. Heute war das Spiel halt nicht so prädestiniert, dafür haben wir andere Jungs, ich meine, wir haben jetzt eine englische Woche vor der Brust und dann ist es halt mal so, dass du in einer halben Stunde halt auswechselst, das ist ja immer im Sinne der Mannschaft und das wird den Jungen nicht umwerfen. Letztendlich, ich glaube, die Einwechslung war zum richtigen Zeitpunkt, weil wir da so ein bisschen das Spiel ein bisschen mehr unter Kontrolle bekommen haben. Wir konnten den Gegner ein bisschen mehr von unserem Tor weghalten und von dem her ist alles gut. Also Jordi wird da, wie gesagt, der wird es verkraften und werden wir am Mittwoch das nächste Spiel. Nein, also ich habe jetzt mit Zolli nur kurz nach dem Spiel, er hat jetzt ein bisschen, ich weiß nicht, ob er einen Schlag aufs Knie bekommen hat, ein bisschen mit dem Knie, da müssen wir alles abwarten und
Da werden wir schauen, ob er Mittwoch zur Verfügung steht. Und ich bin ja eigentlich immer sowieso ein positiver Mensch, weil ich sage, wir haben Spieler in den eigenen Reihen, die brennen, die spielen wollen. Und jetzt muss man halt schauen, gerade die englische Woche in so einer Situation, dass du aus so einer langen Pause zurückkommst, wie verkraften das die Jungs? Und kann auch sein, dass der ein oder andere Wechsel vielleicht mal zustande kommt. Ja, in dem, was ich angesprochen habe, wer Fußball gespielt hat und wer auf dem grünen Rasen stand, unabhängig von welcher Liga, weiß, dass so ein Tor in unserer Situation Gold wert wäre. Und ich sollte, glaube ich, aufpassen, dass ich in einer Situation, in der wir uns befinden, auch weiß, gegen wen ich spiele. Und dass man nach einer halben Stunde mal das Tempo in der Form vielleicht nicht dauerhaft aufrechterhalten kann, ist völlig normal. Dazu hat der Gegner sich gefangen, hat eine gewisse Qualität auf den Platz bekommen. Insofern ist es für mich ein normaler Vorgang. Von Bruch würde ich an der Stelle allerdings absehen zu sprechen. Ach ja, hätte Fahrradkette, das ist, wir haben ja die Statements der Trainer gehört. Thomas wäre in der Halbzeit wahrscheinlich nach Bochum gefahren mit dem Punkt. Ich fahre jetzt nach dem Spiel, nach der zweiten Halbzeit, glücklich in meinen Wohnort nach Hause, dass wir nicht noch ein Tor kassiert haben. Ärger mich natürlich tierisch, aber wir sollten schon aufpassen, dass wir nicht unzufrieden sind, sondern wir sollten gucken, dass wir das Positive mitnehmen aus diesem Spiel und dann mit 4 Punkten, keinem Gegentor, glaube ich, können wir mit einer ordentlichen Portion Selbstvertrauen nach Hannover fahren. Letzten Sonntag, als WN Wiesbaden in der 96. Minute das 2:1 geschossen hat, da habe ich mich dann getröstet, dass wir das Spiel einen Tag zuvor gewonnen haben. Jetzt hat der Gegner oder die Gegner gestern ein bisschen Feder gelassen. Ich glaube, die Wahrheit liegt in der Mitte. Ich glaube, wir müssen da ein bisschen raustreten aus Chance, Vertan und sonstiger Natur, sondern wir haben einen Schritt nach vorne gemacht und davon werde ich ja kein Deut abrücken. Und ja, wer die Ergebnisse in dieser Liga jede Woche sieht, klar sind die Dreier Gold wert, aber am Ende des Tages sollte man sich seinen Mund abputzen und auch mal mit einem dreckigen 0:0 zufrieden sein.